Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Zuschauer und Abonnenten, die mich schon seit längerem verfolgen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar, es ist der 5. befüllte eBay Adventskalender, ne, den ich für eBay befüllt habe. Genau, und zwar diesmal in dem Enna Bio Adventskalender. Leute, ich kann euch sagen, das war die größte Herausforderung mit Adventskalender füllen. So sieht da aus. Ja, die Boxen sind nicht gerade groß, ne? Da passt nicht viel rein. Also, oh, ich hatte ganz schön zu tun gehabt, ne? Genau, aber es ist schön. Die Boxen kann man auch umdrehen, ne? Und dann ergibt es ein schönes Design. Genau. Und ja. Oder man lässt es einfach so, weil ich finde eigentlich mit diesen bunten Bildchen finde ich das auch schön. Ne? Der ist schon ein bisschen hier oben beschädigt. Aber ich werde mal gucken, dass ich da irgendwas raufklebe. Vielleicht ist irgendwie... Mal gucken, muss ich mal sehen, ne? Ja, und ist wieder befüllt mit dekorativer Kosmetik, Pflegeprodukte, ne? Das ist der vorletzte. Einer kommt noch und dann bin ich fertig. Meine Kiste, in der ich alles gesammelt habe, ist so gut wie leer. Es war viel Tagescremes überall mit drin gewesen. Also da kann ich mich zuschütten mit, ne? Tagescremes von verschiedenen... Marken, Firmen, ich weiß nicht. Also, ja, gut, dann habe ich noch ein bisschen was zum Verlosen, denn, ne? Und, ja, und ihr seht, ich bin heute im Chill-Modus, ne? Also, ungeschminkt. Na, ich habe bloß Mascara und Babycreme und Haare nicht gemacht. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, mich für die Videos jetzt extra schön zu machen, weil ich habe auch nicht viel Zeit. Es ist schon Abend und so. Aber wir müssen so klarkommen. Meine Nägel sehen heute auch aus wie Huppe-Puppe, aber wir kommen so klar, denke ich, ne? Ist ja nicht das erste Mal, dass ihr mich ungeschminkt seht. Ja, und den Kalender stelle ich wieder bei eBay rein für 1 Euro. Und das darf wieder jeder mitbieten, wie er möchte. Ne? Mit Versandgebühren natürlich. Ne? Und den Link zu dem Kalender packe ich euch unten in die Infobox, wenn ich den dann bei eBay öffentlich mache. Genau. Und ja, noch was zu sagen? Nö. Abonniert diesen Kanal, wenn du das irgendwie toll findest oder neugierig bist, was ich hier noch so mache, ne? Was ich hier noch so drauf habe. Ich habe einen Boxer-Adventskalender, aber so langsam hört es auf, ne? Ja, und aufgebraucht und Boxings und so weiter und so fort stelle ich vor, ne? Ja, einfach mal gucken, was es so gibt bei mir. Und ich würde sagen, wir fangen dann jetzt mal an. Ich lege den bloß wieder so vor mir hin und wir gucken dann bloß ratzfatz rein, was ich reingepackt habe. In die 1, ihr seht, das ist auch bloß so eine kleine Box, ne? Ja, da hat man dann auch manchmal so auch ein paar Sätze oder Sprüche oben, aber ja. Ja, den Enna Bio Adventskalender habe ich unboxed. Das seht ihr als Videovorschlag, ne? Zum Schluss blende ich euch das dann als Videovorschlag ein, kannst du sehr gerne angucken, wenn du das möchtest und es noch nicht gesehen hast. Genau, in der 1 fangen wir gleich mal an mit Hey Organic mit einer The Clean Beauty Balance Mask. Intense Care, Even Skin Tone. Das ist so mit Distelöl und Rosenwasser und soll so ein bisschen die Haut ins Gleichgewicht, geht schon wieder gut los, ins Gleichgewicht bringen für einen sichtbar ebenmäßigen Ton. Ne, lässt man 10 Minuten einwirken und mit warmem Wasser abwaschen. Oh Gott, das geht schon wieder. 15 Milliliter. Die hatte ich schon mal gehabt. Und die hatte ich auch schon angewendet. Die waren in Ordnung. Aber da hatte ich auch schon bessere Masken gehabt. Aber schlecht war die nicht. Ich fand die ganz in Ordnung. Also die ging. Also man hatte, ja, man hatte ein schönes Hautbild. Ne? Ja, geht schon mal eine 1 gut los mit Maske. Die 2, da ist ein Weihnachtsmann um. Das Design finde ich so schön, ne? Oh, das ist so toll. In der 2 habe ich reingepackt von Eucerin Hyaluron Filler Day, ne? Eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30, 20 Milliliter, genau, ne? Ja, 20 Milliliter kommt man auch eine Weile mit hin. Genau, Eucerin, Lichtschutzfaktor 30, soll man ja eigentlich immer nehmen mit Lichtschutzfaktor. Aber im Sommer, wenn man jetzt wirklich den ganzen Tag unterwegs ist, finde ich im Urlaub oder so, ne, finde ich immer so eine mit Lichtschutzfaktor ganz angemessen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich habe auf dem Haare hier dran. Ich Haare.
Ja gut, ich habe gerade Haare gekämmt. Hilft sowas immer auch ganz gut, ne? Man soll eigentlich generell immer, aber mache ich jetzt auch nicht unbedingt. So, relativ klein. In der 3 habe ich von Catrice den Volumizing Lip Booster reingepackt. In einem Pink Up the Volume 030 ist die Farbe, 5 Milliliter, ne? Genau. Ist so ein bisschen mit Menthol. Ja, das wird auch so ein bisschen brennen auf den Lippen, aber es schimmert auch, ne? Eine schöne rosane Farbe. Und dann wirken die Lippen halt voller und praller. Es mag nicht jeder das mit dem Brennen und mit dem Prickeln, ne? Aber ja. Die 4, oh, die ist groß, Leute. Die 4, die ist schön groß. Von Evie Eye eine Face Cream with Provitamin B5 All Skin Types, a Protective Moisturizer sorry, Leute. So. Ja. Soll man früh und abend drauf machen? 5 Milliliter. Die hatte ich mal als Handcreme gehabt. Ich fand die jetzt nicht so toll als Handcreme und ich denke mal, die Gesichtscreme ist jetzt auch nicht so, aber die ist total vegan, ohne Parfüm, ne? Und ja, ich habe auch schon von einigen gehört, die finden das gut von Evie Eye, die Produkte. Und die habt ihr 50 Milliliter drin, ne? Ja, jetzt haben wir schon die zweite Gesichtscreme. Aber wie gesagt, packt hier mal was in diese kleinen Boxen rein. Das war wirklich schwer, ne? So. Die 5. Die 5. Die ist wieder in so einer Kiste drin. Wird hier wieder zu dunkel? Ein bisschen was. Haben wir von Biotherm Blue Therapy Emma Revitalis. Genau, ne? Das sind diese. Auch wieder 5 Milliliter, ja, ist wieder eine Tagescreme. Aber ich meine, so eine Dinger sind recht gut. Ich denke auch immer daran beim Adventskalender, manche fahren ja so über die Feiertage auch mal weg, ne? So Weihnachten und so ein paar Tage. Und so eine kleine Dinger machen sich immer sehr, sehr gut für unterwegs. Hat man denn noch mal eine kleine Creme für unterwegs? Und die ist gut, die ist so mit Braunalge. Ne? Die hatte ich auch schon mal in Anwendung gehabt. Und ja, mir hat die eigentlich sehr gut gefallen, muss ich sagen, wo ich sie mal angewendet habe. Aber wie gesagt, ich habe andere Sachen zum Austesten, die ich noch nicht ausgetestet habe. Und deswegen kann ich es nur weitergeben, dass ich da gute Erfahrungen mitgemacht habe. In der 6 in Nikolausi habe ich zwei Sachen reingepackt, das weiß ich. Einmal von Lacombe Advanced Je ne Figue, ne, 7 Milliliter, ist ein kleines Serum. Genau, ne? So ein Jugendlichkeit aktivierendes Konzentrat. Naja, gut, für alle Hauttypen. Und es ist wirklich so ein kleiner Flakon. Ja, so klein ist der, ne? Mit so einer Pipette. Ist natürlich, die Pipette ist natürlich aus Plastik, ne? Ja. Und dann habe ich noch was reingepackt, passend zu Nikolaus. Ja, ich dachte, das muss hier noch mit rein. Das ist so ein kleiner Gag. Taschentücher mit Weihnachtsmotiven. Habt ihr hier Lebkuchen und hier eine Socke, ne? Passt ja zum Nikolaus. Und die Taschentücher sind wirklich bedruckt. Könnt ihr das hier so sehen? Seht ihr das hier so? Die sind wirklich bedruckt, ne? Also, bloß mal so als kleiner Gag zum Nikolaus. Warum nicht, ne? Ja. Dann habe ich, genau, dieses, was jetzt in der Glossy Box war, dieses Commodity Paper, dieses Parfüm. Ich sage immer Parfüm, Parfüm, ne? 5 Milliliter sind hier drin. Und es hat so wirklich einen ganz zarten, sanftigen Duft. Und ja, kommt in so einem unspektakulären Plastikverpackung daher. Ja, es ist jetzt nichts irgendwie Weltbewegendes. Manch einer liebt den Duft, ne? Also in den Kommentaren von der Glossy Box. Und
gab auch einige, die den nicht so toll finden, ne? Ja, aber einige fahren auf den Duft ab, ne? Das weiß ich. So, in der 8. Die 8. Ob die 8 die Kracht, die 8 die Macht hat? Von Invisible Bobble, was jetzt auch in der Glossy Box war, dachte ich, das packst du hier mit rein, ne? Drei so eine Telefonhaargummis, ne? Diese schwarzen, ich habe jetzt alle doch hier reingepackt und ich finde, die passen sehr gut hier in die Box. Also die Box ist ausgefüllt. Ich habe genug Bobbles und ja, aber gibt genug, die Fans davon sind und sich drüber freuen dürfen, ne? Und hier haben wir drei Stück drin. Ich habe schon manchmal Adventskalender ausgepackt, da war immer bloß einer drin, ne? Na. So. Neun. Von Balance Me eine Wonder Eye Cream. 15 Milliliter, ja, soll so aufhellend wirken mit Hyaluronik und soll so dunkle Augenschatten. Ja gut, ich brauche immer so eine Augencremes, diese Augenschatten, gegen Augenschatten brauche ich ja nicht, weil habe ich ja nicht, ne? Du seht ja auch, ich habe bloß meine Fältchen, aber ich habe halt jetzt nicht unbedingt Schatten, ne? Dass das Weiße immer so blendet. Ich verstehe es Eigentlich nicht. Ist, glaube so. ich, wirklich nur gut, wenn man jetzt mal abends so ein Schminki abdreht oder so. In der 10 von Hello Body haben wir wieder ein etwas hochwertiges Produkt. Nee, nicht Kiara. Cara Love Shimmering Lip Balm. Ne? 14 Gramm. Ich habe erst überlegt, ob ich den behalte, aber ich habe Lip Balms da. Und das ist halt. Der soll ein bisschen schimmern, ne? Und Vanille-Karamell-Duft. Ja, deswegen wollte ich eigentlich den erst behalten, wegen dem Vanille-Karamell-Duft. Aber ich, na, nee. Ne, ist in so einer Tube. Genau. So. Ne? Ja, groß ist in der 11. In der 11 habe ich reingepackt von Catrice 6 Gramm in eine Alwan Color Correcting Palette. Ne? In der Schnapsal in der 11. Ich mache kein Color Correcting. Nö, und ja, dachte ich so, dann packe ich die doch hier mit rein. Ne? Steht noch irgendwelche Hinweise oben. Hält Augenschatten. Ja, und jede Farbe ist für was anderes zuständig. Ne? Ich glaube, ja, zum Beispiel bla 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 bla. Die grüne neutralisiert Hautrötung, die lavendelfarbene gleicht Gelbstiche und fahle Haut aus, gelb korrigiert Augenringe und blaustichige Stellen und rosa hält Augenschatten für hellere Hauttypen auf. Ja, und Peach hält Augenschatten für dunklere Hauttypen auf. Ja, ne? Also ist eigentlich für jeden Hauttyp Keule, ne? Also, aber es ging noch rein. Von Douglas Home Spa das Cedar Lasso Enjoy the Power of the Sea Bergamot Sea Salt Minerals und das riecht schon richtig raus, ne? Oh, das riecht so gut. Ich habe das zweimal da. 50 Milliliter. Oh, ich mag diesen Duft, ne? Das riecht richtig mehr und ich dachte, so ein Duschgel auch mal in einem Adventskalender mit rein, ne? Warum nicht? Ja. Und da dachte ich so, komm, dann gibst du das ab. Weil ich habe das eh noch mal in meinem Spa-Adventskalender drin von Douglas. Ja, ich habe den Spa-Adventskalender von Douglas auch schon hier. Den habe ich sehr, sehr günstiger bekommen, muss ich sagen. Und den wollte ich eigentlich schon unboxen, aber ich bekomme den Ritual-Adventskalender leider nicht mehr. Das Dorf ist ausverkauft bei Rituals. Und ich möchte keine überteuerten bei eBay oder Amazon kaufen. Ne? Und ja, naja, dann bleibt es wahrscheinlich dieses Jahr. Ich habe leider zu spät. Ich habe zu lange gezögert. Ich hätte ihn eher bestellen müssen, den großen Rituals. Ja, ich hätte den gleich mit dem kleinen mitbestellen sollen. Warum ich das nicht gemacht habe? Ja, wegen Platz. Weil ich hatte hier echt, ich habe eine kleine Wohnung, keinen Platz, die ganzen Adventskalender. Und deswegen wollte ich den erst ein bisschen später bestellen. Ja, ist ausverkauft. Deswegen, ich gucke jetzt immer, vielleicht kriegt den Rituals doch noch rein. Aber nee, und dann habe ich als Alternative mir halt von Douglas, habe ich jetzt mir den Home Spa gelassen, ne? Ja, ist jetzt nun mal so.
Muss ich halt nächstes Jahr ein bisschen schneller sein. Für mich bricht jetzt keine Welt zusammen und ich werde jetzt nicht in Tränen ausbrechen, dass ich jetzt den Lutschewitz-Adventskalender nicht bekomme. Ist halt bloß ein bisschen schade, aber mein Gott, Leute, es gibt Schlimmeres auf der Welt, ne? Da haben wir so süße Zuckerstangen genommen. Ja. Nummer 13. Von Nivea Soft. Erfrischende Feuchtigkeitscreme. Kann man für Gesicht, Körper, Hände nehmen, ne? Ich dachte so als Körperlotion, so als Körpercreme oder halt einfach für unterwegs, wenn man jetzt irgendwie, wie gesagt, über die Weihnachtsfeiertage wegfährt oder auch manche über Silvester, hat man halt hier mal auch mal so ein kleines Pöttchen Creme, ja, wie gesagt, 50 Milliliter und die kann man dann auch, die kann man für alles nehmen, für Körper, Gesicht und Hände und da hat man dann alles in einem hier dann drin, ne? Ja. So habe ich, ich habe so ein bisschen auch 10 Tage bis Heiligabend und ich vergesse immer, was ich reingepackt habe. Das ist übel schwer. Was habe ich denn reingepackt? Aha, genau. Von Ghoul Kopfhaut Sensitiv Shampoo für trockene, empfindliche Kopfhaut, weißer Tee und Wasserminze. Ja, besonders milde Reinigung und Pflege, die entspannt und beruhigt. 50 Milliliter, ne? Eine schöne Reisegröße, wenn man in Urlaub fährt, zum Beispiel. Ne? Da hat man dann so ein kleines Shampoo. Ich brauche das jetzt nicht. Ich habe keine trockene und empfindliche Kopfhaut. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, weil ich ja auch bloß zweimal die Woche meine Haare wasche. Und ja, weiß jetzt nicht, ob das damit unbedingt was zu tun hat. Aber ich habe meine Shampoo-Sachen da, die ich ausprobieren möchte. Und ja, in der 15... Was habe ich da reingepackt? Ah, Mind Hand Sanitizer, kann ich aussprechen. Von Moshi Moshi Mind, 70% Ethanol, ne? 40 Milliliter. Das ist ein Handdesinfektionsgel. Ja, einfach ein Handdesinfektionsgel, was aber auch zusätzlich die Hände pflegen soll, ne? Das können wir ja auch ganz gut gebrauchen in der aktuellen Zeit. Das ist ein schönes dekoratives Produkt, aber ich habe sowas mehr wie genug da. Zum Hände desinfizieren habe ich reichlich da, so Handcreme und sowas, ne? Und da dachte ich so, ja komm, dann gibst du das weiter und fertig. So, der 15. Oh, habe ich von Catrice den Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen, ne? Ein schwarzer Eyeliner, genau, schwarzer Eyelinerstift mit extrem feinem Applikator für einen präzisen Lidstrich, extra langanhaltend und 1,0 Milliliter, ne? Es ist ein großer, genau so, ne? Also so sieht er aus, ja, ne? Ja, ihr wisst, ich und Eyeliner, ich stehe mit Eyeliner so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich krieg's, ich kann's einfach nicht. Ich gebe es zu, ich kann es einfach nicht. Ich bin zu dir, wie ich das sehe. Ah, genau, da habe ich nochmal ein Maskensachet reingepackt. Das andere ist mehr so für, dass die Haut wieder ein bisschen besser wird, Unebenmäßigkeit, ne? Und das ist jetzt von Eveline Cosmetics Botanic Expert eine Purifying Moisturizing Face Maske. Genau. Ne? Das sind diese schwarzen. Ach ja. Die wäscht man mit warmem Wasser runter. Genau. Und die soll wohl, die soll für trockene und sensible Haut sein. Steht hier alles nur auf Englisch. Nee, halt, hier steht es: reinigende und feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske. Natürlich Wirkstoff, Aktivkohle, weiße Tonerde, bla bla bla. Ne? 10 Minuten aufs Gesicht lassen und mit warmem Wasser abwaschen. Ja, genau. Ja, ich mag ja diese schwarzen Masken überhaupt nicht. Bin ich kein Fan von, aber manch einen stört es jetzt. Die ist auch wieder recht klein, ne? Kriegt da mal was rein, das reimt sich sogar. Ja, sorry Leute, es ging nicht anders. Ich konnte nichts anderes. Füllmaterial, ja, habe ich eine Nagelfeile reingepackt, ne? Eine rosa, aber kommt Leute, die ist schön rosa und die kann man beidseitig benutzen, ne? Schwarz und rosa. Ja, Leute, ja, kommt, ne?
Füllmaterial muss auch bei der Honey sein. So, in der 19. Von Douglas Home Spa, weil ich die, weil ich weiß, die ist auch in dem Home Spa Adventskalender von Douglas mit drin und die riecht gut. Ich mag diesen Duft total. Oh, die ist so. Eine Bodylotion. Eine kleine Reisegröße Bodylotion und die riecht wirklich gut. Ne? Die ist so mit Harmony of Ayurveda. Ja, pflegende Körperlotion. Habe ich schon gesagt, 30 Milliliter rein. Ne? Und das ist wirklich nicht einfach, Leute. In der 20 eine Handcreme. Jetzt bleiben wir hier bei Douglas gleich, auch Home Spa. Ne? Leilani Bliss, weil die weiß ich, die kriege ich auch nochmal in dem Home Spa Adventskalender. Ilang Ilang Tear Flower Regenerating Hand Cream. Und ich glaube, die ist auch nochmal. Ich habe auch den Luxury Douglas Adventskalender, den mache ich aber jeden Tag für mich zum Überraschen auf. Ne? Genau, eine Handcreme, auch 30 Milliliter. Hier haben wir die. Weiß echt nicht mehr, was ich hier. Ah, habe ich von Catrice den Volumizing Lip Balm reingepackt. Ne? 3,5 Gramm. So. Ein Lip Balm und der ist halt auch farbig zugleich, ne? Also der gibt auch, genau, so sieht er aus, ne? Also, ja, der soll auch so ein bisschen eine rote Farbe abgeben, habt ihr rot und pflege gleich Lippenbalsam mit kühlendem Effekt und Minzaroma. Jo, da habt ihr auch als Lipgloss wie als Lippenstift sich 22. Kommt, jetzt kommt, jetzt, ne, jetzt war so ein bisschen günstige Produkte, jetzt kommen wir zum Angel Muckler 50 Milliliter Body Lotion. Oh nee, ey, das stinkt, also mir gefällt das überhaupt nicht. Meine Mutti, ich weiß auch, dass meiner Mutti der Geruch auch nicht gefällt, weil sie hat sich ein paar Produkte aus dem, der war in dem 24 Luxusmomente für sie enthalten, wo man da so die ganzen Markenprodukte drin hat. Da hat sie auch geschrieben, entweder das oder das und das kriegt sie nicht mit. Also ich weiß ganz genau, das ist nicht ihr Duft. Das stinkt wirklich. Also wenn ich das schon sage, dass das stinkt, weil das hat einen sehr strengen Duft, finde ich. Ne? Andere finden den toll. Also manche haben mir drunter geschrieben in den Kommentaren, die lieben das. Ja, und da dachte ich so, gut, dann kriegst du das halt jetzt hier mit rein. Immer mal öfters gebrauchen, ne? Weil wie lange reicht so eine Tube, wenn man es täglich anwendet? Ne? So, in der 23 habe ich von Douglas Home Spa Harmony of Ayurveda, passt denn schön zu der Körperlotion, eine Badetablette mit reingepackt. Ja, ein Tag vor Heiligabend dürft ihr denn nochmal baden gehen. Ne? Und die riecht auch sehr gut. Und ich weiß, die ist auch in dem Home Spa Douglas Adventskalender drin. Und da dachte ich so, dann gibst du die halt weiter, die du halt schon mal hattest. Weil ich habe wirklich fast jeden Adventskalender von Douglas unboxed. Ne? Ja, irgendwie, die haben gefühlt wieder einen mehr rausgebracht. Oder zwei mehr sogar. Ja, ne? Aber halt auch viel doppelter Inhalt. Kommen wir zur 24 oder haben wir einen ganz tollen Weihnachtsbaum oben? Oh, passt ja richtig schön, ne? So, 24 habe ich reingepackt von Manhattan, die Eye Amazing Wow Edition Eye Contouring Palette. Ne? Und ihr seht, ja, die war letztes Jahr in meinem Flaconi Adventskalender und ich habe die nicht einmal angerührt, weil ich die Farben, die blauen habe ich schon da und mit blau schminke ich mich jetzt nicht so oft. Und die Goldfarben, ich habe die schon. Und die Farben habe ich mehr wie genug in anderen Paletten. Ne? Und da dachte ich so, ja komm, dann gebe ich die weiter. Dann wird die jetzt hier in einen Adventskalender reingepackt. Ne? Und das ist doch hier für den Kalender auch nochmal eine schöne 24. Ach so, ich mache auch nochmal auf.
Und es ist auch mit einem Pinselchen, ne? Also ihr habt da auch einen Pinsel mit drinne, ne? Ja, genau. Aber wie gesagt, ja. Und ich dachte, nee, das ist schade drum, wenn die hier jetzt noch länger rumliegt. Und deswegen dachte ich, so packe ich die mit rein. Und ich habe schönere und dekorativere Paletten da, ne? Lidschattenpaletten. Ja, ihr Lieben, das war der Kalender, der fünfte für eBay, ne? Und wie gesagt, stelle ich wieder rein für 1 Euro. Wer will, kann mitbieten, musste aber nicht, ne? Guckt euch einfach nur das Video an und den Link zu dem Kalender unten in der Infobox. Wenn ich sie wieder vergessen, den Tag habe ich sie vergessen, habe ich dann gleich schnell, ja, ich versuche dran zu denken, ne? Ja, und wenn nicht, ich glaube, viele haben sich schon meinen eBay-Account gespeichert, ne? Und da wird ja dann sofort, kriegt ihr ja mal eine Benachrichtigung, wenn was da reingestellt wird, ne? So, ihr Lieben. Schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Ja, das war jetzt nicht mein bester Kalender. Da habe ich schon bessere Adventskalender befüllt. Aber es ist Geschmackssache. Der einen oder anderen, den einen oder anderen gefällt es trotzdem, ne? Ja, und hat dir dieses Video gefallen? Dürft ihr mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Hier zum Schluss blende ich dir ein. Meine Adventskalender-Unboxings, die ich bis jetzt so gemacht, nee, meine eBay, die ich so reingestellt habe bis jetzt, ne? Hier siehst du meinen Kanal, den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Hier unten siehst du den aktuellsten Upload und noch einen Videovorschlag. Und ich sage jetzt Tschüssi, es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.